Hey und meine Lieben, willkommen zurück zu diesem Kanal und willkommen zu diesem heutigen Video hier. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich war lange Zeit mal wieder bei IKEA. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal bei IKEA war. Zuerst kam ja 3G, dann war es 2G, dann war da noch Maskenpflicht. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal da war. Ich glaube, 1,5 Jahre. 2 ist das locker schon her. Und für mich definitiv zu wenig. Also habe ich mich gestern dazu entschieden, heute Sonntag, gestern war Samstag, nach IKEA zu fahren. Ja, ich war mit meinem Mann da, meiner Mom und meiner Sister, genau, und habe einiges mitgenommen. Ich muss aber sagen, IKEA ist ganz schön teuer geworden. Ich glaube, ich habe mit Essen gestern 90 Euro ausgegeben, was ein bisschen teuer ist, ehrlich gesagt. Also so viel habe ich... Und da ist gerade mal eine Tüte voll, ne? Das ist noch viel schlimmer. Das ist ganz schön teuer geworden, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber gut, okay. Ich kenne keine Sache, die nicht teurer geworden ist. So, dann bevor wir mit dem Video starten, wollen wir vorher eine Frage. Wann wart ihr zuerst bei IKEA und wie viel Geld habt ihr da ausgegeben? Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Das hätte ich gesagt, wir starten jetzt und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Das nennt sich Füllspeckkat. Das ist so ein Holzregal. Das ist wahrscheinlich eingeknickt an der Seite. Mit so zwei Regalholzdingern und aus Edelstahl. Dürfte es Edelstahl sein? Ich glaube Edelstahl. Genau, das ist aus Edelstahl, glaube ich. Und mit so zwei Holzplatten. Ich habe es nämlich bei TikTok gesehen und fand das super, super schön. Eins kostet dieses Scheißding auch 20 Euro. Was ich ein bisschen krass finde. Und die hatte da solche goldenen, schwarzen Teedosen drauf und Kaffeedosen. Und ich dachte, das wäre doch ideal für den Winter und für den Herbst. Deswegen habe ich sie mitgenommen. Das ist echt schwer, muss ich sagen, so ein kleines Ding. Ja, ich nehme mich auf jeden Fall auf Instagram mit und was heißt mit? Ich werde es dann auf Instagram ja, euch ab und zu mal zeigen. Wenn ich zum Beispiel in der Küche sitze oder auf TikTok, wenn ihr mir da noch nicht folgt, da bin ich ab und zu mal live und da werdet ihr auch anschließend das Ding irgendwo mal sehen. Genauso wie bei Instagram halt auch. Genau, das hat 20 Euro gekostet. Dann kommen wir natürlich auch zu den Teedosen, die jeweils 3,99 gekostet haben. Davon gab es noch eine größere Sorte. Ich habe mich jetzt aber für 3 Stück entschieden. Genau. Die sind jetzt so schwarz-gold. Ich fand die super, super cute. Und da kommt dann Tee rein. Vielleicht so ein paar Kekse und vielleicht irgendwie Zucker oder so. Oder vielleicht auch heiße Schokolade. Ich muss je nachdem mal gucken. Und ich fand das Regal auch mal so ganz schön, falls da mal kein Tee drauf kommt, dass man das einfach vielleicht bei gutem Wetter, zum Beispiel auf dem Balkon oder Gartenschiff, wenn man einen hat, und da vielleicht ein paar Küchlein drauf tut oder ein paar Süßigkeiten oder sonst irgendwie was. Wisst ihr, was ich meine? Genau, das ist jetzt sogar meine Idee dahinter. Also es wird dann vielseitig genutzt, je nach Jahreszeit. Genau. Ich habe nämlich davon 3 Stück. Ich fand auch dieses schwarze mit dem goldenen Rand sehr schön. Und ja, die haben jeweils 3,99 gekostet. Und es gab, glaube ich, noch eine große, die hat 4,99 gekostet. Die ist etwas höher. Und genau. Aber die kleinen fand ich eigentlich ideal, vor allen Dingen, weil sie gerade da drunter passen, weil da nämlich so ein Ausstellungsstück war. Und da habe ich dann geguckt und da passen gerade mal die drunter. Genau. dann machen wir weiter mit Hausschuhen. Von IKEA, die waren gleich oben. Oben gehe ich eigentlich relativ selten durch, weil man ist immer oben länger als unten. Unten hetzte mich dann immer und sagt, komm, mach mal schneller, mach mal schneller. Er mag unten nicht, weil da unten einfach zu viel Krimskrams ist. Halt typisch Frau, ne? Genau. Ja, und wir haben uns in die Hausschuhe sofort gestern verliebt. Wir kamen da an und haben uns die dann oder sind dann sofort ins Auge gesprungen. Das ist jetzt Größe SM für 8 Euro. Aber Leute, ehrlich, die sind nicht nur von außen so kuschelig, sondern auch von innen.
Ich habe sie gesehen und habe gesagt, sofort, ich nehme sie mit. War auch keine Debatte, ja oder nein. Und dann hatte mein Mann sich auch noch welche mitgenommen. Und das auf jeden Fall dazu. Und hier sind auch noch mal einige zerbrechliche Sachen drin. Und mein Mann hat natürlich auch noch mal die gleichen. Allerdings in L bis XL. Genau. Genau. Ah, das war noch schon 16 Euro, aber das geht ganz, ganz schnell mittlerweile bei Ikea. Was ich dann noch mitgenommen habe, ist ein neues Bad-Set. Weil unseres ist weiß und ich weiß nicht warum, aber bei uns hat sich Schimmel drin gebildet. Obwohl ich es einmal die Woche gereinigt habe, hat sich Schimmel da drin gebildet. Und dadurch, dass unser Zahnputzbecher so vier Löcher, wo man die Zahnbürsten reinpacken kann, kriege ich es nicht ab, ohne es voll kaputt zu machen. Um den Schimmel da wirklich gut rauszubekommen. Und da habe ich jetzt gesagt, nein, egal, du kaufst jetzt ein neues Set. Das ist jetzt so eine Art Schwarz, ist natürlich sehr touchempfindlich. Genau, das hat 3,79 gekostet. Das hat 3,99 gekostet und das hat nochmal 3,79 gekostet. Genau, aber ich fand es ganz schön. Ich versuche jetzt natürlich relativ neutrale Farben zu holen, weil wir vorhaben, eigentlich nächstes Jahr umzuziehen. Wir würden uns hier weiter wohnen, in dieser Wohnung, gar keine Frage, aber wir merken, wir fühlen uns auf dem Land wohler. Also wir wollen wirklich Richtung Land, wo zwar Nachbarn sind, aber nicht ganz so nah und halt auch, wo die nächste Einmöglichkeit maximal vielleicht eine Stunde entfernt ist oder so. Genau, darum gucken wir uns jetzt so ein bisschen um. Und da sind dann natürlich auch günstigere Mieten sozusagen, umso weiter du aufs Land rausziehst. Ja. Deswegen habe ich jetzt versucht, so ein bisschen, wenn ich einkaufe, schon bei IKEA auch so ein bisschen Sachen zu holen, die sehr tauglich sind und halt auch so neutralen Farben wie Holz, Schwarz, Weiß, damit ich mich da an kein bestimmtes Thema in der neuen Wohnung festhalten muss. Genau. Ja, auf jeden Fall habe ich mich da für die Farbe entschieden. Es gab noch so eine Art Beige und Grau. Da hatte ich meinen Mann gefragt und er meinte, er findet die dann am schönsten. Genau, es war dann auch schon wieder fast 12 Euro. Das geht unwahrscheinlich schnell. Dann habe ich bei IKEA Vairera mitgehalten. Total der komische Name. Ich denke mal, ihr kennt das. Das ist einfach so ein Edelstahlding, was man ausziehen kann, weil mich nervt dieses Chaos in meiner Küche im Schrank. Jedes Mal, wenn ich da was raushole, fällt die Hälfte raus. Ich muss das sowieso mal aussortieren, weil einige Pfannen einfach nicht mehr ganz so schön sind, wie sie mal vor ein, zwei Jahren waren. Zum Beispiel die Wokpfanne ist jetzt hier gerade, die werde ich wahrscheinlich heute aussortieren. Ja, das Badezimmerzeug werde ich wegschmeißen und das neue hinstellen. Also da kommt einiges auf mich zu heute. Und dazu zählt natürlich auch diese Ordnung. Ich hoffe mal, dass ich meine ganzen Pfannen da reinkriege. Das ist nämlich eine Grillpfanne, eine große Pfanne, eine mittlere Pfanne und eine kleine Pfanne. Und vier Töpfe. Also nicht Töpfe, sondern Deckel. Topfdeckel. Genau, ich hoffe mal, dass das alles so passt, wie ich das hoffe. Es war auch relativ günstig. Das hat 5 Euro nur gekostet. Und das war natürlich dann sozusagen ein echtes Schnäppchen. Genau. Was darf bei IKEA natürlich nicht fehlen? Neue Bürste. Und der Grund, warum ich eigentlich zu IKEA gefahren bin, war ein neues Kissen und einen neuen Dosenöffner. Kissen habe ich gestern jede Menge gesehen, aber da war keins, was mir irgendwie zugesagt hat, weil ich auf meinem Kissen nicht mehr liegen kann. Ich kriege totale Nackenschmerzen und Nackensperre und das geht gar nicht. Ja. Und dann waren wir gestern noch einkaufen, hat noch ein paar Dosen geholt. Ich sag, Schatz, ich sag, guck mal, was wir vergessen haben. Tada, ein Dosenöffner. Ja, das war natürlich sehr intelligent. Also werde ich jetzt morgen nochmal losgehen und einen Dosenöffner kaufen müssen. Why not? Egal. Egal, auf jeden Fall habe ich nochmal 2 solche Bürsten mitgenommen. Die sollte man ab und zu auch mal auswechseln. Genau. Und ich habe jetzt noch eine auf Reserve und jetzt habe ich wieder 2 Stück auf Reserve. Einmal schwarz und einmal weiß. Für jeweils 70 Cent dazu kann man eigentlich rein theoretisch gar nicht sagen, weil es halt wirklich günstig ist. Ne? Dann kommen wir natürlich jetzt zu ganz vielen Kerzen. Wir haben hier einmal Styrskon mitgenommen. Die ist so rot.
Und die riecht so ein bisschen weihnachtlich auf jeden Fall. Die hat 2 Euro gekostet. Mama mag den Duft nicht so gern. Deswegen finde ich ihn total schön. Genau. Und die hat auch eine total schöne Winterfarbe. Da gab es auch gestern Kerzen, die waren in so einem Apfeldesign. So mit Zimt und noch irgendwie weihnachtlichen Duft. Aber sollte eine Kerze 3 Euro kosten. Da sollte man zumindest schon 2 Stück mitnehmen. Ich sage 6 Euro für 2 Kerzen. Dazu war ich dann schon wieder zu geizig. Genau. Und da habe ich mich dann für die hier entschieden. Dann hatte mein Mann sich 2 Stück von diesen hier ausgesucht. Den Geruch mag ich noch wieder nicht. Aber gut, wie schön, das ist ja halt immer so geschmeckt. Das ist Heizrahmen, so nach Gras soll das verduften. Sieht so aus. Ich meine, es riecht okay, aber es ist nicht wirklich mein Geruch. Ne? Also es ist halt einfach Geruchsgeschmackssache. Genau, auch jeweils im Wert von 1,99. Dann nochmal 2 Kerzen, die mein Mann ausgesucht hat, in Pink. Die duften so nach Blumen. Und den Geruch mag ich sehr gerne. Also den Geruch finde ich echt gut. Deswegen hat es mir so ein bisschen gepasst. Er hat die in den Einkaufswagen gepackt und da habe ich gesagt, okay. Danke. Und da fand ich den Geruch super, super schön. Und ja, auch in jeweils von 2 Euro. Also es sind allein schon 2, 4, 6, 8, 10 Euro nur an Duftkerzen. Genau. Dann habe ich mir noch 4 stinknormale weiße Kerzen mitgenommen. Genau, weil ich ja schon weihnachtlich dekoriert habe, ich kann es euch ja einmal zeigen. Ich habe nicht nur einen LED-Adventskranz, sondern auch noch einen Schlitten als Advents. Und ich habe keine Kerzen dafür. Und jetzt habe ich welche. Und ich fand auch gerade die Größe ideal. Und ja, die haben jeweils 99 Cent gekostet, genau. Und die kommen dann... Ah ja, die haben den Schlitten, weil den haben wir ja auch schon. Heute ist der 13.11., am 27.11. ist ja schon der erste Advent. Total verrückt. Genau. Dann kommen wir auch zum letzten Teil. Ich war nicht so ein bisschen still und hatte gesehen, dass meine Mama was in den Einkaufswagen reingepackt hat. Ich sag, stopp! Ich sag, was hast du reingepackt? Und das war dann halt noch wirklich sinnvoll. Eine neue Auflaufform. Ja, nämlich so eine schwarze Auflaufform. So. Ich weiß nicht. Ich kann dieses Material nicht beschreiben. Und das zerkratzt auch sehr, sehr, sehr schnell. Und dadurch landet jetzt der ganze Zerkratze dann im Essen. Und das finde ich einfach scheiße. Genau. Und die war relativ günstig. Die hat jetzt gekostet 6,90 €. Die ist auch relativ groß. Und die wird heute auf jeden Fall eingeweiht, nachdem sie einmal abgewaschen ist natürlich. Weil wir heute nämlich Nudelschinken-Gratin machen wollen. Sehr passend. Ja. Damit ist die Kia-Tüte leer. Das war jetzt ein Haul von knapp 11 Minuten. Aber ich denke mal, das reicht auch. Weil es halt mal fast 100 Euro war. Meine Mama hat gestern auch 100 Euro ausgegeben und die hat 2 Tüten. Also es ist echt nicht mehr das, was es mal war früher bei Ikea. Und ja, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Könnt ihr natürlich gerne kostenlos tun. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.